Hallo, Saiyajin-Freunde und Pokémon-Trainer. Willkommen zu den Breaking News. Pew, pew. Heute stellen wir uns der großen Frage, ob die neue Netflix-Serie einen neuen Pokémon-Hype auslösen wird. Es ist spannend, denn was sind erstmal die Fakten? Netflix plant eine neue Reality-Show über Sammelkarten. Das heißt, es wird über Pokémon natürlich berichtet, aber auch über andere Karten, zum Beispiel Sportkarten, die natürlich besonders in Amerika auch sehr, sehr famous sind. Es geht dabei um Ken Golden mit seiner Firma Golden Auctions. Spätestens seit Logan und seinem großen Event sind die wahrscheinlich bekannt, denn dort war auch einer von den Jungs am Start. Worum wird es da gehen? Wie gesagt, es ist eine Reality-Show. Es soll angeblich kein Drehbuch geben. Also alle sind frei, wie sie da sprechen und ähnliches. Es wird sehr wahrscheinlich zum Beispiel über Fantreffen gehen, über Turniere. Wir werden aber bestimmt eben auch sehr, sehr wertvolle Karten sehen. Also ich glaube, der ein oder andere Glurak wird bestimmt dabei sein. Und natürlich dann auch um die Auktionen. Ja, also wir werden bestimmt coole Karten zu sehen bekommen. Es geht aber nicht nur allein um Pokémon, sondern auch um andere Sammelkarten. And in the cards. Also wird das Ganze einen neuen Hype auslösen? Hype, Hype, Hype. Erstmal Netflix ist natürlich für die breite Masse zur Verfügung. Alle gucken da rein, nicht nur Pokémon-Anime- oder Manga-Fans, sondern alle. Wir wissen natürlich noch nicht, wie das Ganze produziert wird. Heißt wahrscheinlich sehr amerikanisch. Wie gesagt, wir sehen nicht nur Pokémon-Karten, sondern auch andere Karten, Auktionen und so weiter. Also muss man da eben auch gucken, wer wird da so abgeholt, wer fühlt sich wirklich angesprochen, welchen Anteil nimmt überhaupt Pokémon ein. All das wissen wir jetzt gerade noch nicht. Wird die Reality-Show es also damit schaffen, einen neuen Hype auszulösen und viele, viele Menschen neu anzusprechen? Jetzt zu meiner persönlichen Meinung, ob das Ganze einen neuen Hype auslösen wird? Nein, also ich glaube nicht. Ja, Netflix werden sehr, sehr viele gucken und das bestimmt auch neu nochmal wahrnehmen. Aber ich glaube, einen neuen Hype wird es nicht auslösen. Allein schon dadurch, dass es zum Beispiel ja nicht nur um Pokémon geht, sondern auch um andere Karten. Zudem, wie gesagt, es ist eine Reality-Show, es ist auch keine richtige Verfilmung von einem Anime, wie zum Beispiel bei Death Note oder jetzt zuletzt Cowboy Bebop. Zieht euch das gerne mal rein, ich finde es ganz witzig. Logan mit seinem Event hat da, glaube ich, schon das Größte geleistet. Manche werden natürlich nochmal sehr wertvolle Karten sehen, was sie ein bisschen anfixen wird. Aber ich glaube, die jetzt noch nicht dabei sind, die steigen jetzt auch nicht mehr wirklich mit ein. Ja? Es wird natürlich drüber geredet, bestimmt auch über die ersten Folgen, wenn das Ganze live kommt auf Netflix. Das glaube ich schon. Aber ein neuer Hype ist nicht zu erwarten. Are you kidding me? Wow! Are you kidding me? Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Schreibt es natürlich unten in die Kommentare. Was glaubt ihr? Kommt ein neuer Pokémon-Hype mit dieser Netflix-Reality-Show oder nicht? Lasst natürlich nochmal schnell ein kostenloses Abo da, dann seht ihr hier auch natürlich weitere Breaking News. Ich freue mich, eure Saiyajazz. Bis dann.